Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und zum Glück auch an meiner Seite wieder der gute Tomate. Jo, hallo Ati, hallo junges Gemüse. Freut mich Und du wieder zu hast sehen. uns hier was Schönes mitgebracht. Genau, wir schauen mal wieder was von dem guten Herrn Restle. Der steht ja für Monitor, dieses Magazin vom ZDF oder ARD. Ja, und wir haben hier einen Beitrag von Monitor, der heißt Das weltweite Netzwerk radikaler Populisten. Und ja, wie der Name schon sagt, geht es um einen bösen Think Tank, der Rechte unterstützt. Das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Die haben sogar einen ganzen? Ja, es geht nur um einen Uff. tatsächlich. Ja, dann ist Ja. Gefahr im Verzug. Also, nochmal informativ, war das vor, also haben die das vor der Debatte gedreht oder nach der Debatte? Ja, gute Frage. Ich vermute mal ganz stark. Warte mal, ich kann ja gucken, wann das Würde sagen, veröffentlicht wurde. davor, vom Gefühl Das her, Video. aber. Das Video, das Video wurde erst vor 2 Tagen veröffentlicht, am 8. Juli. Wir Oh. nehmen es jetzt am 10. Juli auf. Also ist schon nach der Debatte gewesen. Ah, Ja, gut, gut, es du wird weißt ja, wie es vorproduziert, ist. ja. Genau, so ein Beitrag dauert ja immer länger zu machen. Das kam denen halt sehr ungünstig, würde ich mal meinen, dass das nach der Debatte jetzt hier ausgestrahlt wurde und Trump halt wirklich so legendär abgeschnitten hat gegenüber Biden. Gut, wobei man einfach sagen muss, weil Biden wirklich die absolute Vollblamage hingelegt hat. Ja, kannst ihn einfach laufen lassen oder reden lassen und er redet sich von Kopf und Kragen. Also, Ja. du musst da gar nicht groß reingrätschen oder so. Das. Auf jeden Fall, das ist auch die beste Strategie eigentlich, die man Trump machen kann. Ich meine, viele mögen ja nicht so seine, naja, seine, ich sag mal, angeberische Art, Aggressive. seine Ja. protzige, ja, Art, genau, oder aggressive Art, genau. Und da kann er sich einfach zurückhalten und ja, lässt den anderen machen. Dann die Wähler, die Pull-Faktoren, die werden dann, Push-Faktoren, Entschuldigung, die werden weggedrückt von beiden und kommen dann einfach zum Trump hin. Ja. Bevor wir loslegen, ich muss den schon mal anrechnen, dass das Trump-Bild im Hintergrund halbwegs okay ist. Auf jeden Weißt du, Fall, ich auch hätte jetzt in so ein Thumbnail. Boris Johnson-Bild erwartet, wo die Haare zerzauster sind und so, weißt du, wo er richtig scheiße Ja. aussieht. Es geht ja eigentlich, ne? Aber mal Ja. gucken, was sie dann Wo, für schöne Einspieler wobei, bringen. wobei, warte mal, weißt du, was mir auffällt? Hier jetzt, du bist gerade schon im Bild, oder? Das sehen auch die Zuschauer. Beim Startbild, ja. Genau. Und zwar im Hintergrund sehen wir ja den Trump, wie er einen Zeigefinger in die Kamera reckt. Und im Thumbnail haben sie ein anderes Bild, aber mit genau derselben Pose, wie er halt den Zeigefinger nach vorne zeigt, die rechte Hand nach vorne. Und man könnte jetzt vielleicht munkeln, warum haben sie denn jetzt Ach das so, so meinst du das? krass mit Ja. dieser Handgeste, weißt du, dass er den Arm ausstreckt? Ist es vielleicht so ein ganz unterbewusstes Symbol? Ich meine, die haben hier 2 verschiedene Bilder genommen, einmal als Thumbnail und einmal hier im Hintergrund und beides mal mit derselben Geste. Warum machen Ah die das? Also, ja. Gut, ich natürlich meine, ist das nicht zufällig. Monitor kann ja hier nichts gewinnen. Also hier gibt es ja keine Wähler, die die beeinflussen können. Aber interessant ist es trotzdem, ne? Ja, interessant ist es. Also, ja, ich würde sagen, wir legen mal los, oder? Ja, gerne. Viel Spaß. Donald Trump will zurück ins Weiße Haus und seine Chancen stehen nicht schlecht. Die stehen ganz erstklassig. An Ja, ihn mittlerweile aufgeschoben, ja. die Umfrageergebnisse vielversprechend. Der Trumpismus scheint auf dem Siegeszug. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Und dabei spielt ein globales Netzwerk eine wichtige Rolle, dessen Partner Trumps Vorstellung von Politik, Staat und Gesellschaft überall in der Welt voranbringen wollen. Ein einflussreiches Netzwerk, das auch Verbindungen nach Deutschland hat, mit besten Drähten in die Bundesregierung. Schon mal von dem gehört, von diesem Netzwerk? Atlas Network habe ich noch nie von gehört. Vor allem jetzt wird es interessant mit Drähten in die Bundesregierung, also in die Mhm. Ampelkoalition hinein. Aha, also so böse kann das ja gar nicht sein, so populistisch rechtsextrem, wie sie uns weiß machen wollen, Ich oder? würde Also ich bin raten, jetzt sehr die sind gespannt. dann mit der FDP irgendwie vermengt. Das kann sein, ja, das kann sein. Also dann, ja, dann kann es eh nur ein Kackverein sein. Dietrich und Julia Reges. Please welcome the next president of the United States. Ein Mann auf dem Weg zurück an die Macht. Donald Trump hat die Vorwahlen gewonnen, seine Konkurrenten in der Partei aus dem Rennen. It's been an incredible period of time in our country's history. Für seine Anhänger ist klar, Hat er eigentlich Konkurrenten gehabt? innerhalb der Republikanischen Partei, ja, Ja. aber wenige. Also das ging auch relativ schnell. Ich schaue immer mal diesen Ami-Podcast. Matt and Blonde Show heißt er mittlerweile. Und ja, also das ging ganz schnell ab, weil früh klar wurde, alle stehen auf Trump. Genau, weil so eine richtige Vorwahlkampfgeschichte habe ich ja gar nicht wahrgenommen.
Ja, ich muss dazu sagen, vielleicht kurz abschweifend, ich glaube, das ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein Präsident, der mal Präsident war, sich nochmal zur Wahl stellt. Also, weißt du, dann... Mit Pause dazwischen meinst du? Mit Pause dazwischen, genau. Ja. Nicht Präsident war und dann nochmal Präsident werden will. Ich meine, das wäre jetzt ein Novum. Die Zuschauer können mich gerne aufklären. Er ist der nächste US-Präsident. Schon Ende Februar auf der CPAC-Konferenz, dem Treffen der Konservativen in den USA, gaben sie sich siegessicher. Das ist ein Kreuzzug der Gerechtigkeit. Seid ihr mit dabei? Willkommen zum Ende der Demokratie. Wir sind hier, um sie endgültig über Bord zu werfen. Die Demokratie über Bord werfen? Das soll... Ich weiß nicht, das war wieder so kurz geschnitten. Ja, das war... Von irgendeinem Typen, dessen Namen man nicht mal kennt. Naja, dieser Typ war sein Sohn, war Trumps Sohn. Okay, du bist, ich habe da nichts erkannt auf diesem Pixelbild. Also. Nee, das war Trump Jr., genau. Ist der eine große Nummer? Ich wusste nicht mal, dass er einen Sohn hat. Naja, was heißt große Nummer? Also der haut immer ein paar gute Takes raus, also traut sich oftmals ein bisschen mehr als sein Vater tatsächlich, mittlerweile. Und ist er Politiker oder ist er irgendwie so Vorfeld oder was macht er? Ja, er ist, glaube ich, in der Republikanischen Partei. Ah ja, ja. Okay. Wie ironisch klingen. Tatsächlich wird genau das von Trump-Unterstützern vorbereitet. Das Drehbuch dafür ist schon geschrieben. Das Project 2025. Auf 900 Seiten wird präzise beschrieben, wie der Staat nach einem Trump-Sieg radikal umgebaut werden soll. Ein Angriff auf die Exekutive und ihre Institutionen. Unser Ziel ist es, eine Armee von angepassten, überprüften, geschulten und vorbereiteten Konservativen aufzustellen, die sich ab Tag 1 an die Arbeit macht, um den administrativen Staat zu zerlegen. Das ist eine Gesellschaftsvision, die quasi rechtslibertäre Wirtschaftspositionen verbindet mit einer erzreaktionären, christlich-nationalistischen Vorstellung davon, wie die Gesellschaft auszusehen hat. Also es klingt ein bisschen wie hier von Abuera-Typen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, um das mal kurz einzuordnen, genau in Argentinien, der Präsident, der Milei, der jetzt da gewählt wurde, der hatte ja auch dieses große Ziel, so auf, was die Amis sagen, immer drain the swamp, also den Sumpf austrocknen. Das war ja auch 2016 zur letzten Trump-Wahl, so sein großer Spruch. Ja, und das ist nun mal eine Sache, die in den USA extrem wichtig ist. Also wir haben das an der letzten Trump-Präsidentschaft gesehen, oder wir sehen das auch jetzt an der jetzigen Präsidentschaft. Der Präsident, der da steht, der ist jetzt gar nicht mal unbedingt der, der am Ende was zu entscheiden hat. Also dem werden so unfassbar viele Steine in den Weg gelegt und das ist so ein krasses, großes System aus Bundeshofrichtern und aus einzelnen Beamten und so weiter, die sich da immer wieder setzen können. Zum Beispiel war jetzt ja das Thema, der Trump wollte die Mauer bauen. Mhm. Und klar, er hat dann immer verwiesen auf seine kleinen Teilerfolge, hier kam mal ein Stacheldraht hin und dort was Neues, aber so richtig dieses ganz große Ding konnte er einfach nicht machen, weil ihm halt die Steine in den Weg gelegt wurden. Und deswegen, um das abzuschließen, ist es natürlich wichtig, den, zumindest in den USA, den Sumpf auszutrocknen. Ja, also vielleicht, Deep State. Vielleicht so zwei Gedanken dazu. Also ich denke, wenn der Präsident stark ist, dann kann er sich schon und wirklich Ausdauer hat, dann kann er sich schon über viel drüber hinwegsetzen. Aber man sieht, der Staat funktioniert auch wunderbar mit so einem dementen Präsidenten, wie wir es jetzt anscheinend haben. Also der ist dann so wie so ein Selbstläufer. Und für meine Begriffe, das große Problem an der USA sind diese ganzen Behörden, die da gewachsen sind. So, früher gab es mal nur, ich glaube, das FBI und dann gibt es jetzt diese ganzen Sicherheitsorganisationen, die da irgendwie aus dem Boden geschossen sind, die riesige Macht haben. Und ja, die legen dann allen die Steine in den Weg. Und ich würde sagen, das war dieser Bezug da, den die hier übersetzt hatten, mit dass diese... diese Teile halt zerlegt werden müssen. Es ist ja nicht gesund, dass du de facto jetzt einen Überwachungsstaat hast in den USA, der ja alles überwacht. Also sämtliche Straßen etc., jede Bürgerbewegung. Eigentlich ist es echt gruselig. Mal sehen, vielleicht bringen die ja tatsächlich noch Beispiele. Wir kennen ja beide dieses Atlas-Netzwerk nicht, die unserer Hypothese jetzt, dass es um diesen klassischen Deep State geht, entgegensprechen. Mal sehen. Ob überhaupt koordiniert das Wort und geleitet. Ne? Ja, oder tiefer Staat wenigstens als deutsche Übersetzung. Ja, da bin ich mal gespannt. Leitet wird das Projekt hier in Washington von der Heritage Foundation.
einer ultrakonservativen Stiftung, die sich selbst als die weltweit führende Denkfabrik für politischen Einfluss sieht. Ihr Präsident Kevin Roberts sagte gegenüber der New York... Ich muss hier mal kurz Pause haben. Die ultrakonservative, also es ist schon wieder die nächste Steigerung. Also es geht nicht mehr einfach nur konservativ oder links oder rechts oder irgendwas, es muss immer ultra sein. Extrem konservativ, ultrakonservativ, extrem rechts. Die eine hat ja schon erzkonservativ gesagt, das konnte man jetzt nicht wiedernehmen, also ja, hat genau, das ultra genau. genommen. Anfang des Jahres. Es ginge darum, den Trumpismus zu institutionalisieren. Die Verbindungen der Stiftung reichen weit über die USA hinaus. Sie ist Teil eines weltweiten Netzwerks, des Atlas Network, mit mehr als 500 Organisationen und Stiftungen. Die Idee dahinter, ein Netz zu etablieren von einflussreichen neoliberalen Thinktanks, die eine gemeinsame Agenda teilen. Gegen staatliche Regulierung in der Wirtschaft, gegen staatliche Sozialleistungen. Aber wenn dieses Netzwerk neoliberal ist, wo ist dann der Unterschied zu den jetzigen Netzwerken? Oder sind die jetzigen Herrscher etwa auch Teil dieses Netzwerks am Ende? Das ist doch genau der Kurs, der jetzt schon gefahren wird in Amerika, also... Verstehe ich das falsch? Ja, zumindest in den USA, also ja, schwierig. Ja gut, USA ist für uns auch immer noch mal so ein Sonderfall, nicht? Zum Beispiel, hier steht jetzt hier gegen staatliche Sozialleistungen. Also das ist halt in den USA eine extrem weit verbreitete Forderung, einfach weil die so einen krassen Individualismus haben. Hm. Weil, meiner Meinung nach, ich breche das da immer auf die Ethnie runter, dadurch, dass du so viele Ethnien dort hast, entsteht halt nicht so eine... Naja, so eine gemeinsame Identifikation, so eine Volkszusammengehörigkeit in dem Sinne, dass man jetzt sagt, ja, ich will jetzt dem armen Schlucker aus Detroit helfen, der halt ganz anders aussieht als ich und ganz anders, naja, auch andere Herkunft hat. Anders als in Deutschland zum Beispiel, da war es halt, ich meine... Wir sind auf dem besten Weg dahin, aber ja. Ja, wir sind auf dem Weg dahin, natürlich, aber damals, als das losging bei uns mit Versicherung, so Bismarck-Zeiten, da war es halt, ja klar, wir sind ein Volk. Und da hilft man sich gegenseitig. Und das, meine ich, das hat in den USA schon immer gefehlt. Finde ich interessant, weil so ein Standpunkt ist doch bei Rechten, wenn der, oder bei so eher Liberalen, dass man das doch über Spenden lösen könnte, den Sozialstaat. Aber warum sollte der Typ auf der Straße, den Typen, der ihm übelst fremd ist, von allen Sachen, also sprich vom Aussehen bis sonst wo, dann Geld geben. Wäre das nicht sogar ein Punkt für den Sozialstaat an der Stelle, wenn alle so verschieden sind, dass man denen nie einen Dollar in den Hut werfen würde? Naja, aus der Sicht desjenigen, der da auf das Geld angewiesen hat, wäre das natürlich ein Punkt. Aber ich weiß halt, dass es bei den Amis extrem, also die sind da extrem gegen jegliche staatliche Leistung. Also sie meckern ja schon über so diese schmalen Medicare-Geschichten, die der Obama da eingeführt hat, die halt längst nicht zu vergleichen sind mit unserer gesetzlichen Krankenversicherung. Das stimmt, das ist ja lächerlich, ja. Also die meckern halt bei jedem Ding. Ich meine auch, ja, sowas wie BAföG oder so, das gibt's dort halt einfach nicht. Da musst du halt dein gesamtes Ersparnis aufnehmen, ja. Ja, ja, da müssen die Eltern schon Jahre im Voraus irgendwie anfangen, ihre Ersparnisse da zusammenzukratzen. Ja, und nochmal kurz hier das mit dem Krankending, das finde ich ist immer das Krasseste. Also manchmal sieht man ja so Fotos, vielleicht ist dir das selber schon mal über den Weg gelaufen, wo dann zum Beispiel jemand seine Krankenhausrechnung aus den USA präsentiert. Und da war der nur beim Röntgen und zahlt irgendwie $100,000 oder sowas. Also ist völlig verrückt dort. Ja, das ist echt heftig. Ne? Ja. Ich meine, gut, man kann jetzt auch sagen, die Eltern jetzt von dem Studenten in Spee, die können auch wenigstens Geld zurücklegen, weil nicht 50% Steuern, sondern was zahlen die denn? Unter 20, würde ich sagen, ne? Ja, das stimmt. Der Steuersatz ist natürlich dafür ganz anders. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe ja eine Bekannte, die in Amerika war eine Zeit lang, die meinte, die haben dort alle 4, 5 Kreditkarten und die sind alle überzogen. Also so richtig, das mit dem Sparen ist dort irgendwie aus der Mode gekommen, um es mal ja, vorsichtig klar, zu formulieren. Die schwarze Null gab es dort noch nie, glaube ich. Also die leben immer auf Pump. Ja, ist eigentlich erstaunlich, obwohl du so viel theoretisch Einkommen hast, musst du dich trotzdem jeden Monat verschulden, ne? Ja, das ist über deine Verhältnisse halt. Das ziemlich ist krass, das System. Na gut, wir schauen mal weiter. Verordneten Klimaschutz. Ja, das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Ja. Der Kern dieses sehr
unübersichtlichen Netzwerks ist rechtslibertäre Wirtschaftsinteressen, die dramatische Folgen haben, beispielsweise für Umwelt- und Klimapolitik, zu verbinden und zu einer politischen Koalition zu schmieden mit Organisationen, die eher der traditionellen konservativen Rechten zuzuordnen sind. Sie hat jetzt gar nicht erzkonservativ gesagt. Ich hätte es erwartet. Das ist doch ihr Wort. Ja, also sie ist definitiv ein Grünenwähler oder irgend sowas. Weil sie das ja gleich an die Wand malt, dass das für das Klima schädlich ist, wenn da mal so ein libertärer Ansatz kommt und so. Entschuldigung, hat sie das jetzt mit dem Klima erwähnt? Naja. Oh, okay. Pardon, ich habe kurz was anderes kurz noch recherchiert. Okay. Und wer finanziert das Atlas-Netzwerk? Früher gab es laut Medienberichten Geld etwa vom Tabakkonzern British American Tobacco, vom Ölmulti ExxonMobil oder von Stiftungen des Milliardärs Charles Koch, der sein Vermögen mit Erdöl und Gas gemacht hat. Atlas bestreitet solche Spenden auf Anfrage nicht, allerdings würde man schon seit Jahren kein Geld mehr von solchen Unternehmen erhalten. Von wem das Geld heute kommt, das macht man nicht öffentlich. Über Steuerdokumente finden wir einen wichtigen Unterstützer. Der Donors Trust, eine Art Vermittler. Spender geben das Geld an den Trust. Der leitet die Gelder dann weiter, auch an das Atlas-Netzwerk. Die Finanzexpertin Anna Massolia hat analysiert, wer sonst noch vom Donors Trust profitiert. Okay, jetzt kommt Kontaktschuld, jede Wette. Also die kriegen, dieses ominöse Netzwerk bekommt Geld, was über so einen Donors Trust gesammelt wird. Und da ist ja auch dieser eine, der da mal irgendwie, was weiß ich, Böses gesagt hat, der hat auch mal dort Geld herbezogen, oder was? Genau, jetzt darauf so wird es hinauslaufen, Scheiße, wahrscheinlich. Was hat denn das damit zu tun? Genau, darauf wird es hinauslaufen. Sie wollten ja jetzt auch schon das Kontaktschuld-Ding aufmachen, indem sie halt hier vermeintlich böse Firmen genannt haben, weißt du, den Tabakkonzern X, Ölfirma Y. Stimmt, ja. Und den Klimaschädling Exxon. Viele dieser Gruppen haben. Ja. Partner, solche, die sich auf die nächste Trump-Regierung vorbereiten, solche, die als Hassgruppen gelten, die gegen die Rechte von LGBTQ+ kämpfen oder gegen die Bekämpfung des Klimawandels. Hassgruppen? Ja, da hatten wir schon das Schlagwort. Hassgruppen, ja. Junge, wie ungenau wirst du sein, ja. Ja, weil sie gegen LGBTQ-Maßnahmen sonst was sind. Also, boah, gerade in den USA ist es dafür ja wirklich höchste Eisenbahn. Was da abgeht, die sind ja noch viel weiter als wir. Ja. Was das ganze Trans-Ding angeht. Also da ist es echt nicht selten, dass irgendwelche Kinder schon Hormontherapie kriegen. Also es klingt für mich jetzt so, das werden irgendwelche, ich sage jetzt mal, erzreligiösen Gruppen sein oder halt normal religiöse Gruppen, die dann natürlich was dagegen haben, dass du gegen ja Gottes Vorsehung mit zwei Geschlechtern irgendwie opponierst und so. Was, Gruppen? Junge, Junge. Mal gucken, ob jetzt hier noch richtig nur namhafte Beispiele oder ob das in diesem Schlagwort gerecht bleibt. Es wird bei dem Schlagwort. Weil sie ist ja hier Expertin, ne? Also sie könnte jetzt ja mal konkret werden. Aber wir schauen mal weiter. Ein Spendenfonds, über den rechte und auch extrem rechte Gruppen unterstützt werden? Wie passt das zum neoliberalen Atlas-Netzwerk? Spenden von solchen Fonds seien in den USA üblich, schreibt Atlas auf Anfrage. Man zähle sich weder zum linken noch zum rechten Lager. Aber um welche Ziele geht es Atlas? Und wie erfolgreich ist das Netzwerk dabei? Das lässt sich hier ganz kurz einhaken, kurzes Off-Topic-Ding. Wir haben ja letztens mal darüber gesprochen, dass der Begriff rechts in Deutschland populär gemacht werden sollte oder dass man sich dessen nicht schämen sollte. Mhm. Und an der Stelle finde ich diese Doku hier, ehrlich gesagt, total geil. Also die spielt uns doch 100% die Karten, weil hier wird halt ganz normal von links und rechts geredet. Und in den USA gibt es nun mal zwei Parteien nur. Links sind halt die Demokraten, rechts die Republikaner. Also in USA hat halt nämlich der Begriff rechts überhaupt nicht so diese krasse, schlimme Konnotation, die er vermeintlich bei uns hätte. Also deswegen an der Stelle ein Lob von mir. Ja, lustig finde ich immer auch an Amiland, dass die Demokraten, wenn du sie hier hinsetzen würdest, in die Parteilandschaft irgendwo so eine CDU wären. Ja, auf also, jeden Fall. Das ist der ihr Links. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt verrückt. Ja, das ist verrückt. Man muss sagen, sie versuchen es halt immer. Sie sagen immer rechts und rechtsextreme Gruppen oder so. Also sie versuchen immer, das zu verquicken. Also mal gucken, wie sie jetzt hier in Argentinien das frame. Ganz kurz, in USA sind ja die Republikaner nur mal rechts. Weil es gibt halt nur links und rechts. Weißt du, es gibt noch eine Mitte oder Mitte links, Mitte rechts wie bei uns, weil du halt mehrere Parteien hättest, sondern gibt halt nur die zwei Parteien. Und deswegen finde ich das an der Stelle cool, dass sie hier so von rechts sprechen. Weil für mich kommt dann beim Zuschauer an,
vermeintlich, naja, rechts ist er dann relativ normal. Ich meine, wenn die Mehrheit der Leute den Präsidenten wählt, in den Rechten, dann wird es sehr normalisiert. Also ich finde das an der Stelle ausgesprochen gut. Mal gucken, ob Sokis so hängen bleibt beim Nomi. Ich drücke die Daumen. Jo, okay, weiter mit Argentinien. In Argentinien beobachten. Letztes Jahr bei der Wahl von Javier Milei zum Präsidenten spielten auch Partner des Atlas-Netzwerks eine wichtige Rolle. Das Land steckt seit Jahren in einer tiefen Krise. Eine Situation, die den Aufstieg Javier Milleis zum Präsidenten ermöglicht. Milei selbst nennt sich Anarchokapitalist. Sein Symbol im Wahlkampf, die Kettensäge. Er zeigt, wie man einen Staat zerlegt. Ministerien für Bildung, Gesundheit und soziale Entwicklung will er abschaffen. Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera! Seit Milei an der Macht ist... Schade, die hätten den ganzen Clip zeigen können. Ja, herrlich. Also, weil ich finde, da sieht man auch sehr schön, wie aufgebläht Argentinien da auch war oder ist noch. Mit ja, ganzen also mit, super bei uns so. Könntest du das wahrscheinlich dreimal machen, ja. Muss ich sagen. Also mit irgendwelchen Ministerien und vor allem mit irgendwelchen Projekten. Weißt du, hier grüne Fahrradwege in Peru, ja, ja. Afuera. Also, da könntest du den ganzen Tag dich an so eine Wand stellen. Das war eigentlich mal eine lustige Tafelnummer für die Anstalt. Ja, wird wohl nie passieren. Ja. Hat sich die soziale Lage noch weiter verschärft. Die Armutsquote ist von rund 40 auf 57% gestiegen. Oh, warte, kannst du noch mal kurz zurückgehen? Ich den. Ja, der Satz ist jetzt, glaube ich, wichtig. Ich glaube, ja. Die wollen jetzt sagen, seit seiner Präsidentschaft. Seit Milei an der Macht ist, hat sich die soziale Lage noch weiter verschärft. Die Armutsquote ist von rund 40 auf 57% gestiegen. Zehntausende gehen gegen seine. Also, das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Eher wahrgenommen, dass das Land sich Richtung stabilisiert, also dass die Inflation zum Beispiel runtergegangen ist. Das ist das, was ich mitbekommen habe, was ja eigentlich immer gut ist für den Bürger. Also verstehe ich jetzt nicht. Quelle Monitor. Wie lange ist er jetzt an der Macht? Man muss ja auch mal so sehen. Der ist doch jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr. Gar nicht lang. Ja, eben. Also ich glaube nicht mal 100 Tage und das ist ja normalerweise immer die Schonfrist, die solche Leute haben. Ja, ja. Seit dem 10. Dezember 23, also jetzt ja, seit gut, okay, einem halben Jahr okay, knapp. Halbes Jahr, ja. Ja. Okay, aber das, also wenn die Zahl stimmt, dann ist es ja schon krass. Also, interessant. Politik auf die Straße. Per Notstandsdekret werden Sozialausgaben radikal gekürzt. Eine marktradikale Politik, ganz im Sinne von Ideen, wie sie auch das Atlas-Netzwerk vertrete, sagt der Historiker Quinn Slabodian. Milei ist faszinierend, weil er in der Reihe der populistischen Führer der letzten 10 Jahre das bisher beste Beispiel für einen Politiker ist, der eine reine Verkörperung dieser Atlas-Netzwerk-Ideologie ist. Der politische Umbruch im Land, schreibt uns Atlas, sei auch ein Erfolg der Partner in Argentinien. Jahrelang habe man daran gearbeitet, die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger zu bilden. Also Einfluss nehmen auf Politik und Medien. Das ist doch wieder so ein Nichtspunkt. Also jeder versucht es doch. So funktioniert Demokratie nun mal. Du willst halt die Masse an dich binden, von deiner Meinung überzeugen. Du kannst doch nicht in den Wald gehen und dein Wahlprogramm rausschreien und dann hoffen, dass du gewählt wirst. Ich meine, nichts anderes macht doch zum Beispiel Monitor mit diesem Beitrag. Natürlich soll es hier auch darum gehen, in erster Linie den deutschen Wähler, also irgendwie von bestimmten Parteien abzuhalten. Dem ein bisschen Angst einzujagen. Ja, ja. Also das jetzt haben sie schon gut gemacht mit hier, ist das hier nicht? Die Armutsquote steigt, bla 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 bla. Sozial wird abgeschafft, soziale Ausgaben, ja. Und es gibt auch direkte Verbindungen zwischen den Atlas-Partnern und Javier Milei. Ach, weißt du, was jetzt so eine Erklärung sein könnte? Die haben dort sowas ähnliches wie, ich sag, also ich mutmaß jetzt, die hatten sowas ähnliches wie Arbeitslosengeld oder so Bürgergeld oder Hartz IV halt. Und jetzt, wenn er diese ganzen Ämter halt einstampft und die Sozialleistung zurückfährt, dann landen diese Leute, die eigentlich per Definition arm waren, aber aufgefangen wurden, die werden jetzt halt offiziell arm. Obwohl sie halt vorher so, naja, pseudo-arm waren. Aus der Statistik halt raus. So würde ich mir das jetzt zusammenreimen. Könnte natürlich sein, ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da leider viel zu wenig in Argentinien aus. Also ist jetzt natürlich eine nette Spekulation, aber am Ende nur eine Spekulation. Vielleicht weiß jemand von den Zuschauern Bescheid. Auf die Schnelle kriegt man das jetzt auch nicht recherchiert. Ja, erleuchtet uns, woran das liegt. Ob das wirklich jetzt am Milei vielleicht tatsächlich liegt, so wie Monitor es uns sagen will. 2018 erhielt er einen Preis von einer Stiftung aus dem Atlas-Netzwerk.
Der politische Ziehvater von Milei, Alberto Benegas Lynch, ist Präsident des Akademischen Rates der Stiftung Libertad e Progresso. Auch ein Atlas-Partner. Und Mileis Außenministerin Diana Mondino gehört zum Akademischen Rat der Fundación Atlas. Ist Argentinien also eine Art Blaupause? Partner des Atlas-Netzwerks feiern nicht nur den Erfolg von Milei, sondern auch den von Rechtspopulisten in Europa, wie den von Geert Wilders in den Niederlanden. Kevin Roberts vom Atlas-Partner Heritage Foundation drückte es beim US-Sender Fox so aus. Wir als politische Rechte glauben, die 2020er werden eine goldene Ära, nicht nur hier, sondern weltweit. Goldene Zeiten für die politische Rechte? Wie sehen das andere Atlas-Partner, etwa in Deutschland? Auch hier ist Atlas gut vernetzt. Ich bin gespannt. Die Kontakte reichen sogar bis ins Finanzministerium. Ökonomischer Chefberater von Finanzminister Christian Lindner ist seit 2 Jahren Lars Feld. Treffer, FDP, natürlich. Ich komme jetzt ein bisschen ins Überlegen. Naja, also für mich wird jetzt hier ganz schön viel durcheinander geworfen. Also wir hatten jetzt erst das mit dem Milei. Das war für mich noch relativ klar, wie sehr der dem Atlas-Netzwerk zuzurechnen ist, auch weil er halt nun mal eben wirklich für diesen Anarchokapitalismus steht. Aber jetzt zum Beispiel der Geert Wilders. Ne? Was wissen wir denn über Geert Wilders von seinem Sozialprogramm, sag ich mal, seiner sozialen Ausrichtung? Er ist rechts. Er ist halt einfach rechts, aber klar. Das müsst ihr doch reichen. Das Atlas-Netzwerk heißt das natürlich gut, wenn ein Rechter eine Wahl gewinnt, ja, einfach weil die ja auch gegen eben so linke Umtriebe wie diese ganze LGBTQ-Propaganda-Ding sind. Weißt du? Das muss ja jetzt gar nichts mit seiner sozialen Ausrichtung zu tun haben. Und ich frage mich auch, für mich geht das natürlich immer, wenn ich in Deutschland an rechts denke, denke ich natürlich an die AfD. Ich frage mich, ist die AfD jetzt wirklich so Zielpublikum für dieses Netzwerk zum Beispiel? Weil die AfD ist ja nun mal eben wirtschaftlich, na gut, es gibt verschiedene Flügel in der AfD. Es gibt halt so den neoliberalen Flügel, würde man sagen, vielleicht so den Meutenflügel, wo halt, ja, von irgendwelchen liberalen Wirtschaftsprofessoren. Dann gibt es natürlich eher den sozial ausgerichteten Flügel um Björn Höcke. Genau. Und soweit ich weiß, wird das noch ausgefochten, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob man das unbedingt ausfechten muss oder ob man das nicht kombinieren kann schlussendlich. Mhm. Es ist halt wieder es ist ja nicht das Hauptthema der AfD, ne? Also das ist wieder das Ding. Deswegen muss man sich dann hier abarbeiten bis ins Letzte. Ich würde sagen, dieser Think Tank hier, der wird schon ein bisschen die Fühler ausstrecken, hat aber schon wahrgenommen, dass das so eine Schmuddelkind-Partei ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die mal bei der Weidel irgendwie angefragt haben, klar. Ja, also da wird es Verstrickungen und Netzwerke noch und nöcher geben in allen Parteien, das ist logisch. Also da wird, wenn du halt irgendwo eine Partei bist, da werden so viele Fühler nach dir ausgestreckt, das kannst du wissen. Gerade also weil du halt viele Ex-CDUler und FDPler ja auch drin hast. Ne? Ja. Ich wollte vielleicht von dir mal kurz noch eine Meinung wissen, oder ist jetzt vielleicht gar nicht so nötig, aber wie ständest du denn jetzt dazu, wenn du jetzt so entscheiden müsstest, sollte die AfD sich mehr auf dieses soziale Programm konzentrieren oder eher so auf Abbau von Sozialleistungen im Sinne von, ja, wir machen alles viel härter jetzt mit Arbeitslosengeld und pipapo. Na, was ist denn die Grundaussage von dem Höcke-Flügel? Also meines Wissens, also der Höcke redet halt immer von einem Solidarpatriotismus. Will sagen, solidarisch sein, ja, aber halt nur mit Leuten der eigenen Nation. Und das finde ich tatsächlich sinnvoll. Und ich bilde mir ein, auch nicht für immer. Das war doch so für einen festgesetzten Zeitraum, oder? Also dass du das nicht weiß mal, ich also außer du bist halt nicht so ein Härtefall. Aber so für jemanden, der einfach arbeitslos wird, dachte ich, gab es halt eine noch nicht festgesetzte Zeitspanne, aber sagen wir jetzt mal 3 Jahre oder so, wo der Staat halt oder die Solidargemeinschaft hier unter die Arme greift und danach musst du halt was gefunden haben oder das Geld hört halt auf zu fließen. Und das finde ich tatsächlich gut, ne? Weil das ist eine Maßnahme, die kannst du auch ohne diese nur für die eigene Gemeinschaft gut umsetzen. Weißt du, das kann ja dann auch die Neubürger betreffen. Dann ist halt nach 3 Jahren das Geld alle. Und was machen diese Leute dann? Na, dann gehen die hoffentlich. Ne? Ja. Ah, okay. Ja, und also, das andere mit dem Sozialstaat abbauen. Also ich würde sagen,
Ja, kann man machen. Bis zu einem gewissen Grad würde ich den de definitiv irgendwie runterfahren. Weil es kann ja nicht sein, dass wir eine Staatsquote von über 50% mittlerweile haben. Also da gibt es so viele Stellen und Ministerien, die man einfach nicht benötigt. Punkt. Und die das Ganze, also es gibt so viele Behörden, die davon leben, dass sie andere Behörden überwachen, aber sonst keinen Mehrwert schaffen. Weg damit. Achso, damit meinst du jetzt das Bürokratie-Ding? Ich Na dachte, dir klar. ging es jetzt auch um den Sozialstaat. Also, der hat ja jetzt mit den Behörden in dem Sinne Ja, nichts zu gut, tun. das stimmt. Ich habe jetzt zu sehr an das Afuera-Video gedacht. Tja, der Sozialstaat. Also wenn wir jetzt mal die ganzen Härtefälle rausnehmen, wie nehmen wir jetzt mal irgendwelche behinderten Leute zum Beispiel, als Klischeebeispiel. Schwierig. Also, weil Ich es würde es ist wirklich mit so einer interessant. Zeitgrenze machen. Ja. Das ist richtig interessant, weil das zum Beispiel mit der Zeitgrenze, da wäre ich total dagegen. Und wir müssen das jetzt nicht im Einzelnen ausdiskutieren, aber das zeigt doch, also dass selbst bei uns, die wir eigentlich ziemlich ähnlich ticken und ja zusammen Podcasts haben und alles, dass es da Differenzen gibt und dass man das noch viel diskutieren muss. Und genauso ist es halt in der AfD. Da ist noch längst nicht das letzte Wort gefallen. Aber gut, natürlich ist wahrscheinlich deswegen vielleicht sogar auch die AfD dann für so ein Netzwerk wie Atlas hier interessant, eben weil da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und die das vielleicht noch zu ihren Gunsten eher in dieses liberale, libertäre Ding ausrichten könnten. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Warum bist du gegen das Zeitding? Nur Ah, Interesse ich. halber? Boah, naja, also ich finde halt den Sozialstand, so wie er ist, sehr gut. Und jetzt mit irgendwelchen Zeitgrenzen und so, was soll denn passieren? Soll dann am Ende die Person nach 3 Jahren auf der Straße sitzen, so wie in den USA, wisst ihr, also dass sie gar nichts mehr kriegt? Und Na, so wie ich es verstanden habe, bekommst du dann ein Jobangebot, also wo du halt den Zuschlag 100% bekommst, wo du nur noch unterschreiben musst. Und wenn du das nicht willst, ja, dann ist das dein Problem. Und wie gesagt, du hattest ja dann x Jahre Zeit, dir irgendwas zu suchen. Also ich finde Wenn, das ja, schon sehr. vorausgesetzt, es gibt halt wirklich einen Job für dich. Ich meine, das ist ja das Thema. Also es gibt doch viele Leute, die können gar nicht richtig einen Job annehmen, weißt du, die sind dessen gar nicht fähig. Und die dann Meinst du so. jetzt, warte, jetzt muss ich mal fragen, meinst du jetzt so den hochdotierten Professor, der nichts unter seiner Würde machen will, oder meinst du Nee, so ich Leute, meine die jetzt einfach einfach. nicht mehr mit diesem Rhythmus klarkommen? Ich meine jetzt einfach irgendeinen Hauptschulduli, der Okay, alles ja. mit, der nicht mal den Hauptschulabschluss geschafft hat. Sorry, auch für den Begriff Hauptschulduli. Das ja, Alles fällt mir gut. selber auf. Nee, das finde ich dämlich. Sorry. Wir nehmen jetzt mal einen Typen, der Hauptschule machen wollte und hat selbst das nicht geschafft, hat schon immer Drogenprobleme, was weiß ich. Der kriegt einfach nichts auf die Reihe. Du kannst dem eine Aufgabe geben, zum Beispiel hier tut das Unkraut jeden und da fragt er dich 10-mal, ist das hier Unkraut? Ja, nein. Und der kommt zu spät und alles. Der ist einfach nicht arbeitsfähig. Weißt du, vielleicht, wenn du ein persönliches Beispiel willst, viel wird das ja dem Drachenlord nachgesagt. Er könnte sich einfach jetzt nicht auf was konzentrieren, wird ihm nachgesagt. Dem fehlt da das vielleicht auch intellektuell, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und so weiter. So. Und wenn du jetzt so jemanden hast, naja, also natürlich ist es scheiße, den da durchzufüttern, jahrelang. Das sehe ich schon ein. Ja. Aber soll er denn nach 3 Jahren wirklich wie in den USA auf der Straße sitzen? Also, wie gesagt, also ich habe da die USA immer so als schönes Negativbeispiel, wie es dann halt endet. Also dann sitzen halt wirklich irgendwelche Drogenjunkies unter der Brücke auf den Straßen. Also das denke ich, ist für die Gesamtgesellschaft dann noch viel schlimmer, zu was das dann führt. Die werden kriminell, weil sie sich nicht weiter zu helfen wissen. Also ich bin da eher sozial ausgerichtet. Also wenn du an so den domestizierten Deutschen denkst, der klaut mal einen Lolli, so weißt du, also ich übertreibe es ein bisschen, aber ich verstehe deinen Punkt, ja. Nur man muss sich halt auch fragen, wie viele wären das denn? Also wie viele Drachenlords gibt es in Deutschland? Ich Und das denke sind nicht viele. viele. Also viele Ja. kannst du halt einfach an irgend so einen scheiß Band stellen und sagen, mach Sache X 8 Stunden lang und dann geh nach Hause. Ja. Ja? Also, und gerade, also jetzt, man muss auch vielleicht mal im Jetzt sein, die Betriebe suchen ja Leute noch und nöcher und nicht bloß Ingenieure, die suchen mittlerweile alles. Und ich denke dazu, für viele ist das auch irgendwo sinnstiftend zu arbeiten.
Also habe ich in meinem eigenen Bekanntenkreis gesehen, so Leute, die so jahrelang vor sich hin geharzt haben, als sie dann endlich mal wieder sozusagen den Rhythmus drinne hatten, die sind dann wieder aufgeblüht tatsächlich, weil du verlumperst und verschlammst halt und verdummst auch irgendwo. Ja, klar. Wenn du keinen Tagesrhythmus hast, wo es egal ist, ob du um 8 oder um 10 oder um 12 oder den ganzen Tag im Bett liegen bleibst, das ist ja dann völlig egal. Das Geld kommt ja, und vielleicht musst du noch mal einkaufen, aber ansonsten ist es doch egal, ob du das heute oder morgen machst. Jo. Ich merke schon, wir könnten darüber noch lang diskutieren. Ja. Wir haben nur noch 2 Minuten mit dieser Doku. Genau. Ja. Wir machen hier nochmal weiter. Aber interessante Diskussion. Die Zuschauer können gerne ihre Meinung auch in die Kommentare schreiben. Feld ist Vorsitzender von NUS, einem Zusammenschluss von Ökonomen, Philosophen, von Historikern News mit neoliberaler Ausrichtung. Und NUS ist auch seit Jahren ein Partner des Atlas-Netzwerks. Mit Tom Palmer ist sogar ein Mann aus der Führung von Atlas NUS-Mitglied. Wir treffen Lars Feld am Rande einer Tagung in Wien und wollen von ihm wissen, wie er zu Atlas-Partnern steht. Auch zu Organisationen im Netzwerk, die demokratische Strukturen abbauen wollen. Konfrontiert mit unseren Recherchen wird Feld nachdenklich. Vor dem Hintergrund der Entwicklungen in den USA schauen wir ganz kritisch darauf, wie das Atlas-Netzwerk damit umgeht, insbesondere den autoritären Strukturen, die sich in der Unterstützung des Trumpismus ergeben, und werden vor dem Hintergrund auch unsere Partnerschaft überdenken müssen. Er sieht das offenbar anders. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler. Seit Jahren ist er mit dem Atlas-Netzwerk verbunden. 2015 gründete er in Berlin das Prometheus-Institut, das als Partner vom Atlas-Netzwerk dessen Kernidee teilt: möglichst wenig staatliche Regulierung. Man setzt sich gegen ein Tabakwerbeverbot ein, kritisiert staatliche Klimapolitik. Der Rundfunkbeitrag ist hier ein Zwangsbeitrag, der abgeschafft gehört. Jawohl. Prometheus, ein deutscher Think Tank, der offenbar bestens in die Atlas-Strategie passt. Wenn man sich das Atlas-Modell als eine Art Wetten auf viele kleine Akteure vorstellt und hofft, dass einige dieser Akteure zu größeren Akteuren werden, dann ist es sinnvoll, sich an kleine oder mittelgroße Akteure wie das Prometheus-Institut oder an Frank Schäffler zu wenden. Also sprich, genau das, was auf der politisch anderen Seite schon seit 30 Jahren passiert. Da kommt irgendeine kleine Bewegung hoch, die schüttelt man mit Geld zu, weil man hofft, die gewinnt eine Eigendynamik. Und zack, hast du Fridays for Future. Oder was auch immer. Ja, eben. Gut, dass wir jetzt nochmal zu dem Punkt kommen. Das wollte ich nämlich schon am Anfang sagen. Also, es ist halt ein bisschen, es ist ja wie immer wichtig, auch die Themenauswahl bei der GEZ. Worüber wird berichtet, worüber wird nicht berichtet? Also, wir haben jetzt hier einen Bericht über so ein Atlas-Netzwerk, über ein böses, wirtschaftslibertäres Netzwerk, was überall seine Fühlerchen ausstreckt. Aber über die ganzen linken Netzwerke habe ich halt von Monitor noch nie einen Beitrag gesehen. Also jetzt zum Beispiel George Soros, seine Open Society Foundation, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, ist halt von ihm so ein Netzwerk. Genau, und das ist genauso wie dieses Atlas-Netzwerk, nur auf Koks und von links. Gut, man könnte sich jetzt streiten, ob das dann wirklich links ist oder ob die halt einfach nur sich einen linken Anstrich gegeben haben, um ihre Weltbeherrschungsfantasien durchzusetzen. Okay, sage ich jetzt mal vielleicht übertrieben. Guter Punkt. Prinzipiell, die ganzen Verquickungen bei der Grünen und bei der SPD wären auch mal schön zu sehen, natürlich. Ja, eben. Und ich finde es interessant. Mach du bitte. Ich finde es interessant, dass hier die FDP mit Scheiße beschmissen wird. Das ist ja, was ich schon übelst oft bei Nomis gehört habe, die Ampel ist ja nur so blöd, weil die FDP die ganze Zeit auf der Bremse steht, sonst wären wir ja schon viel weiter und so. Und das habe ich auch gehört. Hier kriege ich diese Gefühle. Das so habe ich auch letztens erst wieder auf einer Grillparty gehört. Ich dachte, ich kotze im Quadrat. Ist mein Steak fertig? Ich will nach Hause. So. Ja, wirklich, so ging es mir. Also, ich bin ja immer so ein Typ, ich lasse mich jetzt eigentlich im Privaten möglichst wenig auf politische Diskussionen ein, weil ich bin der Meinung, man kann einen Abend auch schöner verbringen, als da irgendeiner die Leviten zu lesen. Aber ja, das habe ich tatsächlich auch schon oft von Normis gehört. Also dieser böse Lindner, der bremst immer alles. Also gerade hier mit dem Klima, so ganz wichtig. Die schwarze Nullpolitik, ganz schlimm. Ja. Achso, was ich noch sagen wollte, dieser eine Typ, was war der jetzt? Der war Berater vom Finanzministerium. Genau. Der hat mir gerade gefallen. Der hat so hart gekackt. Ja. Das müssen wir noch mal natürlich überdenken und kritisch hinterfragen. Und vor allem das schlimmste Wort, was er gebracht hat, meiner Meinung nach,
im Zusammenhang mit dem Trumpismus. Als wäre jetzt Trumpismus, als wäre das wie Faschismus oder Kommunismus, als wäre das schon ein Ismus, irgendeine politische Ideologie. Weißt du? Also so wie also, Hitlerismus, Stalinismus, das hat jetzt schon einen eigenen Namen, weißt du? Ja, Maoismus. Also Trumpismus, das ist so ein... Ja, so ein gewollter Begriff, also das liest man vielleicht mal in der Zeit oder im Spiegel, aber das ist jetzt kein wirkliches politisches Prinzip und davon hat auch außerhalb von diesen linken Zeitungen noch nie jemand was gehört auf der Straße. Ja, ich habe noch nie was vom Putinismus gehört und da könnte man ja schon sagen, okay, der war jetzt so lange an der Macht, das wäre vielleicht langsam mal und hat eine relativ eigene Politik gefahren, das könnte man sich überlegen, aber Trump war halt 4 Jahre vor ja. 4 Jahren mal da und das kriegt jetzt einen eigenen Namen. Also das ist ja lächerlich. Und hat in den 4 Jahren, muss man ehrlich sein, ziemlich wenig gemacht. Ja. Also das muss man ja auch sagen, deswegen kann man auch durchaus kritisch mit dem Trump sein. Weil er hat eigentlich zu wenig gemacht in diesen 4 Jahren. So, vor allem, was halt so die Zensur angeht im Internet. Also da hat er viel zu wenig gerissen. Dazu ist er vielleicht einfach zu alt, weißt du, dass er das... Ja, wahrscheinlich, vielleicht hat er es nicht auf dem Schirm gehabt, aber da hat Elon Musk im Alleingang, weil er Twitter gekauft hat, mehr geschafft, als das war mit seinen 4 Jahren Präsident. Das stimmt, und Elon muss man halt auch nicht mit der rosaroten Brille sehen, aber klar, nee, er hat da was nicht. Bewegt. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ehrlich gesagt, Trump hat sich das viel leichter vorgestellt, er hat gedacht, das wird wie, wenn ich so eine Firma übernehme und dann mache ich da mal ein bisschen Kehrwoche, aber dass das so... ein Spinnennetz ist an ja, wie du schon sagst, an Behörden, die einen bremsen etc. Und an alle Prozesse versuchen, ja, auf 5 Jahre zu strecken, dass dann der nächste Präsident rankommt. Ja, das wird er unterschätzt haben. Genau, und das meinte ich vor uns mit tiefer Staat. Das ist, also die haben ihm halt links und rechts Steine in den Weg gelegt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, der ist auch richtig angepisst deswegen und ist deswegen nochmal zur Wahl angetreten jetzt. Weil ich glaube, also das ist mein Wunschdenken zum Teil auch, der wird sich jetzt nicht nochmal so hinter die Fichte führen lassen und Golf spielen gehen. Ja, na, wenn das halt alles durchkommt, wenn er gewählt wird, ich meine... Ja klar. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier auf YouTube sagen darf. Also ich bin ja der Meinung, er wurde auch letztes Mal gewählt, aber... Schreibt auf Anfrage, man arbeite nicht mit Personen zusammen, die eine rechtskonservative bis autoritäre Weltanschauung haben. Man stehe für eine offene Gesellschaft. Trotzdem nimmt man offenbar in Kauf, Teil eines weltweiten Netzwerks zu sein, in dem Organisationen Ziele von Rechtspopulisten unterstützen und auch seine Wiederwahl vorbereiten. Als wäre er der Teufel persönlich, der nochmal aus der Hölle gekrochen kommt. Das war jetzt ja, ein bisschen lau für mich. Also haben sie irgendwie dieses Netzwerk versucht, so ganz böse darzustellen, aber so richtig überzeugt hat mich das jetzt nicht. Also merkt euch, deutsche FDPler, wenn ihr diesem Netzwerk zu viel Beachtung schenkt, dann habt ihr Trump mitgewählt. Ja, das müsst ihr nochmal ganz kritisch überdenken, wie der hier Berater da, den wir gesehen haben, vom Finanzminister. Das müsst ihr nochmal ganz kritisch überdenken wegen dem Trumpismus. Also, dass sich der Restl für diese dünne Doku nicht zu blöd ist, verstehe ich auch nicht. Ja. Also da war jetzt wenig Substanz, ehrlich gesagt. Ja, fand ich jetzt auch tatsächlich. Gut, es ging auch nur 10 Minuten, aber so richtig viel Fleisch war nicht. Also es fielen halt so Schlagworte, Hassgruppen, Sozialstaatabbau. Also das war auch so ein typisches Ding, es wird halt mal alles so reingeworfen. Weißt du, es werden mit 3 verschiedenen Experten geredet und dann wird mal kurz das gezeigt und das Land und hier. Also man hätte in den 10 Minuten, ich meine, wäre es vielleicht effektiver gewesen, einfach nur was über Argentinien zu machen. Ja. Aber gut, da ist halt wieder das Ding, das war halt nicht das Ziel. Also es war jetzt nicht das Ziel, den Zuschauer jetzt einfach nur über Argentinien zu informieren oder so. Also den einfach zu informieren. Man will ihn halt auch ein bisschen erziehen und halt auch mit diesem Blick nach Deutschland. Na, Moment mal, denk mal scharf nach. Bei uns könnte das genauso passieren. Ja, also ganz ehrlich, für mich hätte das, was die hier so sich skizziert haben, viel besser in eine halbstündige oder dreiviertelstündige Doku gepasst, wo du dann richtig noch so Geldströme siehst, animiert auf dieser Weltkarte und sowas. Oder so Leute, die dann aus Versehen dort in irgendwelche Pöstchen gehievt werden. Aber so ist es jetzt so ein diffuses Gefühl, dass es da so eine Stiftung gibt, die ein paar Unterstiftungen hat. Ja, gut, weiter. Also. Ja, fand ich auch ein bisschen dünn. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Vielleicht fandet ihr es besser als wir.
Aber ja, ich fand das ein bisschen lau. Du auch, Adi. Okay. An der Stelle. Egal. Jetzt, ich hoffe, euch hat unsere Diskussion ein bisschen gefallen, dass das wenigstens ein bisschen Mehrwert hatte. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.